Der FC Bayern hat die letzte Länderspielperiode in diesem Jahr mit dem Paulaner Cup begonnen. Der Rekordmeister gewann die 5. Auflage gegen die Traumelf in Regensburg 6:1 und genoss einmal mehr große Zuneigung und Nähe zu den eigenen Fans. Unser Kapitän Philipp Lahm eröffnete das herrliche Ereignis höchstpersönlich mit der Führung zum 1:0. Den habe ich super gemacht, super Laufweg. Ich habe gesagt, ja, die Körperstatur und vielleicht auch die ein oder andere Bewegung ähnelt schon dem Bomber, würde ich sagen, wenn ich da vorne im 16er auftauche. Aber mir fehlt irgendwas, nämlich das am Ende den Ball ins Tor zu schieben. Also das muss man auch ganz klar sagen, ich hatte 4 Riesenmöglichkeiten in der ersten Halbzeit, habe dann doch eine gemacht, also eine super Quote für mich. Der Spaß steht im Vordergrund und für diese Spieler ist es, glaube ich, mal schön, gegen wirklich gestandene Bundesligaspieler zu spielen, gegen Nationalspieler zu spielen, das Niveau mal kennenzulernen. Nicht vor dem Bildschirm, sondern dann wirklich live auf dem Platz. Seit heute stehen dann die Nationalmannschaften wieder im Fokus. Das deutsche Team bereitet sich ja hier in München auf die Partien gegen Frankreich und die Niederlande vor. Ha, schönes Bild von den dreien hier. Thomas Müller, Manuel Neuer und Bastian Schweinsteiger, die genießen die herrliche Sonne hier in München. 9 weitere Profis sind in den kommenden Tagen mit ihren Auswahlen jeweils unterwegs. Arjen Robben bestreitet für seine Elftal nur das erste Spiel, wird also am 17. November gegen Deutschland pausieren. Arjen soll nach seiner gerade überstandenen Verletzung jede Belastung dosieren. Am Mittwoch will die DFB-Elf sich hier an der Säbener Straße für das Spiel in Paris vorbereiten. Unser Franzose Franck Ribéry tat das heute auch schon wieder. Balleinheiten für das baldmöglichste Comeback. Gegen Frankreich und die Niederlande vor. Ha, schönes Bild von den dreien hier. Thomas Müller, Manuel Neuer und Bastian Schweinsteiger, die genießen die herrliche Sonne hier in München. 9 weitere Profis sind in den kommenden Tagen mit ihren Auswahlen jeweils unterwegs. Arjen Robben eröffnete das herrliche Ereignis höchstpersönlich mit der Führung zum 1:0. Den habe ich super gemacht, super Laufweg. Ich habe gesagt, ja, die Körperstatur und vielleicht auch die ein oder andere Bewegung ähnelt schon dem Bomber, würde ich sagen, wenn ich da vorne im 16er auftauche. Aber mir fehlt irgendwas, nämlich das am Ende den Ball ins Tor zu schieben. Also das muss man auch ganz klar sagen, ich hatte 4 Riesenmöglichkeiten in der ersten Halbzeit, habe dann doch eine gemacht, also eine super Quote für mich. Der Spaß steht im Vordergrund und für diese Spieler ist es, glaube ich, mal schön. Der FC Bayern hat die letzte Länderspielperiode in diesem Jahr mit dem Paulaner Cup begonnen. Der Rekordmeister gewann die 5. Auflage gegen die Traumelf in Regensburg 6:1 und genoss einmal mehr große Zuneigung und Nähe zu den eigenen Fans. Unser Kapitän Philipp Lahm. Gegen wirklich gestandene Bundesligaspieler zu spielen, gegen Nationalspieler zu spielen, das Niveau mal kennenzulernen. Nicht vor dem Bildschirm, sondern dann wirklich live auf dem Platz. Seit heute stehen dann die Nationalmannschaften wieder im Fokus. Das deutsche Team bereitet sich ja hier in München auf die Partien.